Die Marienkirche in Werdau ist eine der schönsten Stadtkirchen Sachsens. Kein Wunder, nach dem Stadtbrand im Jahre 1756 nahm man bei Wiederaufbau ordentlich Geld in die Hand. Man entschied sich nicht, wie heute so oft üblich, für das preiswerteste Angebot, sondern für das qualitativ hochwertigste. Samuel Locke, ein deutscher Baumeister, wurde bekannt durch seine zahlreichen Entwürfe Dresdner Wohnhäuser. Er drückte dem Werdauer Gotteshaus zwischen 1756 und 64 seinen Stempel auf. Nun ist eine umfangreiche Restaurierung notwendig und die kostet eine Menge Geld. Die Arbeiten in der Marienkirche haben bereits begonnen. Am späten Mittwochnachmittag wurde offiziell das Bauschild enthüllt. Bewahren, stärken, begeistern. Die Innensanierung der Stadtkirche wird erst möglich durch Fördermittel der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Zwickau. Im Gemeindezentrum wurden die Unterlagen in einem feierlichen Rahmen von Friedrich Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, und Felix Angermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zwickau, an Pfarrer Andreas Richter übergeben. Die Sparkassenstiftung bringt Geld mit, denn hier soll was Tolles wieder entstehen. Die Marienkirche, die ja vom Baumeister Samuel Locke entstanden ist ursprünglich, soll wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Und der Aufwand ist erheblich und man hat sich an die Sparkasse Zwickau gewandt. Von Seiten der Kirchenleitung, von Seiten der Stadt. Und wir sind ins Gespräch gekommen und wir haben mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung einen sehr starken Partner, der auch in den Themen sehr gut zu Hause ist, an der Hand. Und man hat da begeistern können für das Thema. Und deswegen bin ich heute Überbringer der frohen Botschaft an etwas anderen als die, die uns nächste Woche erwartet. Aber ich glaube, sie wird trotzdem gut erwartet. Über die vorgezogene Bescherung freute sich nicht nur Pfarrer Andreas Richter, auch Architekt Andreas Kraus. Er ist mit der Umsetzung der Restaurierung betraut. Also die Arbeiten haben schon begonnen mit Gerüstbauarbeiten hier im Kirchenschiff, um dann eine Arbeitsplattform zur Decke zu haben. Parallel dazu sind jetzt Zimmererarbeiten in der Stabilisierung der Dachkonstruktion und dem Einbau von Decken, Scheiben als Fußboden im Gange. Weiter sind jetzt die Planungen für eine Lüftungsanlage kombiniert mit einer Fußbodenheizung in den Gängen, um die Temperierung des Kircheninnenraums zu kontrollieren und Kondenswasserausfall zu vermeiden und zu verhindern. Und damit werden Schimmelbildungen, die jetzt in der Kirche vorhanden sind, nicht mehr auftreten. Weiter sind Stuck-, Maler- und Steinmetzarbeiten notwendig. Ein entscheidender Punkt, der die Sanierung und diese Restaurierungsarbeiten in Gang gesetzt haben, ist die desolate Elektroanlage. Diese wird komplett erneuert und als Neuinvestition hier in die Kirche eingebaut. Parallel dazu werden Wandleuchten, der Kronenleuchter oder die drei Kronenleuchter, die wir jetzt schon demontiert haben, in Originalbauteilen wieder ergänzt und neu zusammengefügt und dann als wahrscheinlich letzte Aktion im Kirchenschiff wieder eingebaut. Auch die Kirchgemeinde und die Stadt Werdau hat Mittel für die Sanierung aufgebracht. Jeder Bürger hat darüber hinaus die Möglichkeit, seinen Beitrag durch eine Spende zu leisten. Insgesamt sind die zu leistenden Arbeiten mit ca. 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Im Frühjahr sollen sie abgeschlossen sein, aber Pfarrer Richter, sein Wunsch ist die Einweihung am ersten Advent 2020, weil die Kirche 1764 auch am ersten Advent geweiht wurde.